Ja, schönen guten Tag, meine lieben Zuschauer. Erstmal recht schönen Dank für meine neuen Abonnenten und für die ganzen Kommentare, die ihr in dem Blog da unten schreibt. Recht schönen Dank. Wer neu ist, immer für die neuen Abo dalassen, Kommentare drunter schreiben, bis zum Schluss dranbleiben und Video teilen, damit ich vielleicht mal auch über die 3000 komme, wenn jetzt hier kompakt auf YouTube verboten wird. Die alten Filme habe ich gerade mal geprüft, kann man noch schauen. Ich war ja auch Abonnent, aber habe nicht so oft da reingeschaut, weil ich mehr hier so Tichys Einblick höre und hier auch Fellner, fällt vielleicht auch da drunter, Boris Reitschuster und wen noch, gucke ich immer, Olli investiert, viel gucke ich Julian Reichelt und der hat ja auch immer halbe Stunde da seine Videos, Interviews hier mit Peter Weber, auch immer hochinteressant, auch gut hier, der ist ja hier, Peter Weber, in Nordrhein-Westfalen, im Landtag tätig mit Dr. Vincent, macht da sehr gute Kommentare, sehr gute Interviews, weiter so, solange wir können, solange wir noch dürfen, aber wie ich im ersten Video hier heute gesagt habe, wir nähern uns an den Roman von George Orwell 1984. Jetzt ein ganz anderes Thema, habe ich hier am Zettel stehen, kann Ricarda Lang Bundeskanzlerin? Ne, wir haben ja gehört, dass Annalena Baerbock wohl sich dem Außenamt, dem Auswärtigen Ministerium völlig ausgelastet fühlt, möchte da noch weiter aktiv werden, möchte Deutschland im Ausland noch weiter voranbringen. Und da hat sie halt zurückgezogen. Und da kommt jetzt die Frage, wer wird dann Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat? Vielleicht Robert Habeck. Schauen wir mal rein. Unipur ist vielleicht auch noch da im Gespräch, abgebrochenes Studium und natürlich auch unsere Fachkraft, die beste Ricarda Lang, auch hier Studium abgebrochen, aber sitzen ja jetzt hier im Bundestag und können dann Deutschland dann regieren, dann als Kanzlerkandidatin sich aufstellen lassen. Ich bin mal gespannt und zum Schluss gehen wir dann rein hier nochmal die neuesten Wahlumfragen. Und ich sag mal, los geht's. So, meine lieben Zuschauer, hier, Annalena Baerbock hat ja zurückgezogen. Ich denke mal, ihr wisst das, ist schon ein bisschen, ich lasse es hier nicht ablaufen. Das hat sie, glaube ich, hier in Amerika gesagt. Reaktion auf Baerbocks Rückzug aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur. Ne? Ich lese es mal kurz an. Baerbock zieht sich aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur der Grünen zurück. Ihr Verzicht könnte den Weg für Robert Habeck ebnen. Außenministerin Annalena Baerbock hat ihre Ambitionen auf die Kanzlerkandidatur der Grünen aufgegeben. In einem Interview mit dem Sender CNN, also nicht in Deutschland, sagt sie dann hier auf dem NATO-Gipfel, ne, wo die ja top gefragt ist, Deutschland als Außenministerin. In Washington am Mittwoch, 10. Juni, gab sie bekannt, dass sie keine erneute Kandidatur anstrebt. Ihre Entscheidung, sich nicht mehr um das Kanzleramt zu bewerben, teilte Baerbock nicht nur Deutschland, sondern der ganzen Welt mit. Als wenn Annalena Baerbock in der Welt hoch angesehen ist. Ich kann mich daran erinnern, sie ist nach Brasilien geflogen, da wurde sie nicht empfangen. Sie ist nach China geflogen, da wurde sie nicht empfangen. Dann fliegt sie mit Claudia Roth oder mit Paus oder mit wem auch immer hier durch die Weltgeschichte und wird eigentlich gar nicht angenommen, nur wenn sie halt Geld mitbringen. Dann ja, aber nur als Geldgeberin und sonst spielt Deutschland überhaupt keine Rolle mehr. Meine Meinung, aber ihr könnt ja meine Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Ne? Sie erklärte, dass sie sich voll und ganz auf ihre Rolle als Außenministerin konzentrieren möchte. Das heißt, sie rechnet damit, dass sie 2025, wenn CDU und Grüne in die Regierung kommen oder eine neue Ampel oder SPD, falls die SPD auf 40% hochschießen sollten, aus irgendwelchen Gründen, rechnet Baerbock damit, dass sie eine zweite Amtszeit bekommt. Und Deutschland im Ausland vertreten kann, damit alles hier so weitergeht, wie es momentan ist. Entschuldigung. Baerbock will sich auf ihr Amt konzentrieren, Habeck am Zug. Zitat, die Welt ist offensichtlich eine ganz andere zur letzten Bundestagswahl. Zitat Ende, sagte Baerbock über CNN. Zitat, im Lichte des russischen Angriffskrieges und nun auch der dramatischen Lage im Nahen Osten braucht
es nicht weniger, sondern mehr Diplomatie. Das ist genau die richtige Person, die hier vom Völkerrecht kommt, die zu Ende studiert hat, die Fachkraft ist und Gott bewahre uns, ist das alles hier ironisch gemeint. Es ist unfassbar, wie hier argumentiert wird. Deutschland spielt in der Welt überhaupt keine Rolle mehr und nicht mehr zur Verfügung als Kanzlerkandidatin. Hier haben wir Robert Habeck ein Foto. Ich scroll mal runter, ihr könnt dann hier weiter lesen, weil zu Habeck habe ich noch einen anderen Artikel gefunden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben. Platz 16, Cem Özdemir auf Platz 9. Unfassbar, aber wie gesagt, wir gucken gleich mal, wo die AfD, wo die Grünen, wie viele Prozentpunkte die haben. Zuvor absolvierte Habeck an der Uni Freiburg ein Studium der Germanistik, Philosophie und Philologie, ne? Philosophie und Philologie und machte an der Uni Hamburg seine Promotion. Das Schriftsteller auch Andrea Paluch in Habecks vier Kinder, allesamt Söhne. Also wie gesagt, Kinderbuchautor, ne, Ricarda Lang, ne, werden keine Ambitionen nachgesagt, aber schauen wir mal rein, da wäre die Frage, könnte Ricarda Lang auch Bundeskanzlerin, ne? Okay, das ist der Artikel, der geht noch hier weiter, ich scroll mal runter, da könnt ihr das weiter lesen, hier ist es zu Ende, okay, ich wechsle mal. So, dann kommen wir hier zu Robert Habeck, ne? Also wie gesagt, Baerbock weg, Habeck nimmt das Kanzleramt in Blick. 13.07. Vizekanzler Robert Habeck hört während seiner Sommerreise, dass Außenministerin Annalena Baerbock noch nicht einmal Kanzlerkandidatin der Grünen nicht mehr sein will. Habeck will das schon, sagt es aber noch nicht offen, ne? Unser Zeit laut Motto des Diskussionsveranstaltung bei den 300 Studierenden der Universität in Magdeburg, dem Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck Grüne an diesem Abend stellen. Fast eine Stunde geht das schon so. Klimaschutz, Rechtspopulismus, der Wert der Arbeit in einer immer unsicheren werdenden Zeit. Die Stimmung ist verzagt. Es gibt so viele Probleme. Ja, wer hat die Probleme geschaffen? CDU, SPD, FDP und Grüne, die ja auch hier regieren. Ne? Muss man ganz klar sagen, wir sind daran schuld. Und der Wohnraumverschuldung ist knapp und teuer. Die staatliche Studienförderung gering. Nach einer Stunde wird Habeck gefragt, was ihm überhaupt noch Hoffnung macht. Ja, gute Frage. Ne? Der Minister blickt kurz an die Decke der Aula, denkt etwas länger nach als sonst und sagt dann, fängt das Wort zu, eine Gesellschaft ohne Zuversicht wird sterben. Ja, oder ich würde sagen, eine Gesellschaft mit so einer Regierung wird auch sterben mit immer mehr Verboten und immer mehr Einschränkungen. Ne? Und trotz des Ukraine-Krieges im Nahen Osten, mein Job ist es momentan nicht erschöpft zu sein. Ah ja, so kannst du keine Kandidatur, keine Auskunft. Also gibt da keine Auskunft, aber wir werden sehen. Könnt ihr hier nochmal weiter lesen, weil das wird das Video zu lange. Rollt Habeck das Feld von hinten auf. Unsere Baerbock-Fotos. 11,9%. Niederschmetternde 9%. Und die kommen ja, glaube ich, von 22. Und Fachbehörden bremsen. Viele dieser Probleme, Fachkräftemangel, Bürokratie, Populismus werden der Regierung angelassen. Wie gravierend diese sind, erfährt Habeck erneut auf seiner Sommerreise quer durch das Land, die ihm auch an die Uni nach Magdeburg geführt hat. Ja, also wie gesagt, ne, wer regiert zurzeit und die tragen natürlich auch die Verantwortung und hier die ganzen Chefs müssen immer ganz klar auch mal hier die Meinung sagen, was hier eigentlich abgeht. Ne? Hier Rainer Duckler, Unternehmen haben das Vertrauen in die Bundesregierung verloren und Unternehmergeist, ich Zitat, ich weiß, viele Diskussionen vergangen haben viele Menschen verunsichert, aber wenn wir was gelernt haben in den letzten 2 Jahren, dann, dass eine schrumpfende Wirtschaft schlecht ist für die Demokratie. Ja, und die Wirtschaft, ich habe glaube ich eben gelesen, dass wieder eine Firma hier Konkurs macht. Nach 208 Jahren kommen hier mit den hohen Energiepreisen, mit der Bürokratie nicht mehr zustande. Hier ist die Frage, wie lange hier er noch
Firma Ostbau, wie lange er noch hier arbeiten kann, nur noch mit Subventionen. Und dann wird alles hier schön geredet, tolle Bilder, aber 3 Jahre für eine Arbeitserlaubnis. Wie gesagt, ich gehe mal hier raus, dann stelle ich euch die nächste mal vor. Ja, also hier ist ein Artikel bei Merkur.de. Irre Selbstbeschäftigung. Grüne droht nach Lang-Ankündigung, also Ricarda Lang, das Habeck-Baerbock-Chaos. Das ist vom 23.05. Und hier sehen wir, Baerbock oder Habeck, laut K-Frage bei den Grünen. Baerbock hat ja zurückgezogen. Bei Habeck gehe ich mal von aus, dass er es macht. Die Antwort darauf könnte in einer Mitgliederbefragung liegen. Doch parteiintern gibt es Zweifel. Na, also hier, Partei ist auch zerstritten. Mit Annalena Baerbock als Kanzlerkandidaten erzielten die Grünen 2021 bisher ihr bestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Wer geht? Ja, es waren ja viele junge Wähler und für den ganzen Klima und Grüne sind ja eigentlich hier für Umweltschutz und alles. Aber ich wette mit euch, das werden die nicht mehr erreichen. Aber halt mal das mal hier fest. Ach, hier keine Prozentzahl, weil wir kommen ja gleich nochmal auf die, wie viel die verloren haben. Ne? Aber vielleicht haben wir noch Plus-Minus-Zahlen gleich. Wer geht bei der kommenden Wahl 2025 als Kanzlerkandidatin der Partei ins Rennen? Sowohl Außenminister Baerbock als auch Habeck haben jetzt schon auf die K-Frage nachgesagt. Eine Mitgliederbefragung wäre, um Entscheidungen zu fällen, zufolge zu vermeiden. Also man könnte gucken, ob hier irgendwo Ricarda Lang in dem Artikel auftaucht. Die beiden waren... Ja gut, sehen wir nicht. Ne? Das habe ich ja eben schon alles gesagt. Ich gehe mal hier wieder raus und zeige euch mal eben die neuen Umfragezahlen. So, hier sehen wir die neuen, ich meine es nur Bundestagswahl vom 13.07., also 3 Tage her. CDU, CSU unverändert, AfD minus 0,4 bei 17,1, SPD minus 14,3, Grüne bei 12,3, ein bisschen dazu gewonnen 0,2, Wagenknecht sensationelle 8%, FDP 5, muss kämpfen, Linke raus, Freie Wähler, alle nicht da drin. Das wäre jetzt hier die Sitzverteilung. Jetzt würde ich mal hoffen, wir haben, genau, darum geht. Achso. Grüne verlieren von 14,7, aber die halten sich irgendwie, ne, muss man sagen. SPD ganz stark eingebrochen, AfD plus 6,7, CDU plus 6,4, also die werden dann den Kanzlerkandidaten mit den Grünen dann stellen oder halt oder Wagenknecht, aber im Bund nicht möglich. Schaut euch doch mal an, was hier möglich wäre. Ich gehe nochmal hoch. FDP vielleicht gar nicht mehr da drin. Dann wären diesen Konstellationen möglich. Das fällt weg mit Blau. Also ne, große Koalition, Grüne mit BSW, Grüne mit der FDP, auch schlecht. Und dann hier müssen wir gucken, wie sich das hier weiterentwickelt. Das soweit zu den Umfragen vom 13.07.2024. Aber das wird sich ja noch alles im nächsten Jahr vielleicht noch verändern. Wer weiß, was bis dahin noch alles passiert. Ne? Okay. Das waren jetzt die 3 Kandidaten. Ja gut, Annalena Baerbock ist ja jetzt raus. Nochmal kurz hier, wollte ja Robert Habeck oder Ricarda Lang oder hier, den ich jetzt nicht erwähnt habe, Unipur. Was haltet ihr davon? Wäre Ricarda Lang eine gute Kanzlerin oder Robert Habeck? Da könnt ihr ja mal unten in die Kommentare reinschreiben. Bin ich hochgespannt drauf. Das ist ja hier auch so ein Denkanstoß. Ich denke mal, alle Grünwähler, hier diese 12%, werden begeistert sein. Das sind ja unsere Neureichen mit Lastenfahrrad, mit Solardach und mit Elektroauto, die ein großes Haus haben und von dieser ganzen grünen Verbotspolitik ja profitieren, die das Geld haben, die Neureichen reichen. Und ganz klar, das grüne Leben muss man sich leisten können mit veganem Essen und alles dem Klima geschuldet, mit Biokost, mit Lastenfahrrad irgendwo, ne? Ich könnte ein Lastenfahrrad nicht hier im Flur stellen, eine Garage habe ich nicht. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare rein, ich bin gespannt. Dann sage ich bis zum nächsten Video.